Und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode Dorfbesuche. Das wird jetzt allerdings erstmal jetzt die letzte Episode Dorfbesuche sein, weil wir auch nochmal irgendwann Clanbesuche machen wollen, wo wir in euren Clan kurz reingehen und dann einfach mal vorbeischauen, ein bisschen schnacken. Und der erste, den wir heute besuchen, das ist der... Kannst du mal schon mal draufklicken? Ja. PRRLLVPYJ. Keine Zahlen? Ja, Lukas, das passt schon mal. Wieder so wenig CW-Sterne. Wann werden wir denn endlich mal jemanden sehen mit über 1000 CW-Sternen? Also, das ist ja so. Wie hast du denn? Ich glaube 1800 oder so. Wie viel habe ich? Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Gucken wir gleich mal nach. Ich kann, glaube ich, gleich bei dir raten, wie viel du hast. Wahrscheinlich 15 oder so. Also, nein. Wir werden gleich mal sehen. Also, Helden sind schon mal eigentlich ganz okay. Gehen wir ein bisschen hoch. Ja, gut, noch nicht so hoch gepusht. Du sollst auf jeden Fall mal in Meister gehen. Dann kannst du dir doch schön ein paar Gems mitnehmen. Eigentlich könntest du auch in Champions League gehen. Dann könntest du noch mehr Gems mitnehmen. Besuch ihn ruhig mal. Besuch ihn mal. Wir werden mal sehen, was jetzt so bei rumkommt. Ja, ich finde das Base-Design eher nicht so gut. Denn irgendwie, da sind ja irgendwie bei den Mauern, sind irgendwie, weiß ich auch nicht, da sind irgendwie Löcher drin oder so. Unsymmetrisch irgendwie, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Also ich würde mir auf jeden Fall, das Base-Design würde ich mir nochmal komplett überdenken. Guck mal, hier ist offen. Dann kannst du dir diese ganze komplette Innere hier, die kannst du dir doch sparen. Wenn da offen ist, oder nicht? Im Prinzip schon, ja. Und da das Gleiche. Wenn da offen ist, laufen die doch eh da rein. Dann brauchen sie hier doch nicht. Und hier so ein Viereck. Ja gut, da wird ein Tesla wahrscheinlich drin sein. Also ich persönlich würde das Base-Design ändern, denn von den Mauern her und von den Truppen und auch von den Gebäuden her ist das ja auf jeden Fall schon mal ganz solide. Ich meine, du wirst wahrscheinlich noch nicht ganz so lange auf Rathaus 10 sein, aber es ist ja trotzdem schon mal sehr gut. Bedeutet... Das Einzige, was du machen musst, du musst ja nur über einem Base-Link dir eine kopieren, eine Base, oder du gehst in deinen Clan rein und sagst jemandem, er soll halt ein Layout teilen, oder du gehst einfach auf ein anderes Dörfchen aus deinem Clan drauf und kopierst es dir halt. Von daher, das ist ja alles kein Problem. Das geht ja relativ schnell, denn ansonsten sieht das ja schon mal eigentlich ganz gut aus. Ja, X-Bogen würde ich immer auf Luft und Boden machen, aber ansonsten, das ist fast die gleiche Taktik. Nee, das ist nicht die gleiche Taktik. Warte mal, er hat Magier, Tunnelgräber, Päcker, Riesen... Klick mal drauf, bitte. Klick mal und Golem sich auch. Wo, was? Auf das Armeelager, bitte. Ja, es ist so... Golem, Tunnelgräber, Riese. Es ist so ein bisschen Go-Weaver mit noch Päcker dabei, Riese dabei und Tunnelgräber dabei. Aber gut, wenn es funktioniert, ich weiß ja nicht genau, was er damit... Es ist eigentlich eine Mischung aus dunklen Truppen und den Elixiertruppen. Aber wenn es funktioniert, dann wird es wohl gehen. Warte mal. Wenn es funktioniert, wird es wohl gehen, ja. Bevor du jetzt zurückgehst, warte mal, ich bin immer echt mal überlegen, wie viele CW-Sterne du hast. Er hier hatte, geh mal bei ihm auf das Profil bitte, bei Lukas. Oben auf das blaue Symbol, ja. 146. Und er ist Rathaus 10. Ich würde bei dir schätzen 300. Niemals. Ich würde bei dir 300 schätzen. Klick mal bei dir, geh mal bei dir drauf aufs Profil und guck mal nach. Ja, du wirst 300 haben, locker. Oh, 192, okay. Auch so einer, der nicht gerne CW macht. Ja, ist ja auch so. Die Gems hat er sich schon mal mitgenommen. Hä? Die Gems hast du dir schon mal mitgenommen für Meister und für Champion. Ach so, ja, das war aber mehr so Zufall. Das war dadurch, dass ich angegriffen wurde, ist ja so hochgegangen. Also, der nächste, den wir uns anschauen, ist COC-Giftzwerg. Und wir werden mal sehen. Er fragt, ob er gerusht ist. Da bin ich ja mal sehr gespannt. L90 UURLP 8. Damian. Ja, er ist gerusht. Definitiv. Ich bin 56, Rathaus 10. Ja. Noch. Schnapp die Kobolde, gewinnt 10 Sterne. Der hat noch keine 10 Sterne auf der Karte. Wie geht das denn? Ja, wenn du das nicht machst. Ja, okay, aber das ist doch geschenkt. Wenig Hindernisse entfernt, wenig gefarmt, wenig Mauern zerstört. Gerade mal 282 Mauern zerstört. Gerade mal 64 Rathäuser zerstört. Gerade mal überhaupt 72 Kämpfe gewonnen. Das ist jetzt nicht so viel. Ich kann dir sagen, er wird extremst gerusht sein. Nicht nur ein bisschen, sondern extrem. Ja. Aber man muss aber sagen, ich warte mal, der war doch mal bei mir im Clan. Boah, der kommt mir so bekannt vor. Aber das heißt ja auch, der heißt ja auch extra. Ja, ich bin, ich,
Aber wahrscheinlich hat er das auch extra geschrieben, einfach weil er genau weiß, dass er halt gerusht ist. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass... Ich bin mir sehr sicher, dass er mal bei mir in dem WTF-Clan drin war. Ich bin mir sehr sicher, denn so eine Base, die ist... brauchst nicht viel sagen. Die ist einzig und alleine dazu da, um halt... Ja, um halt zu rushen. Ja, aber was bringt einem das? Spaß. Spaß ans Spiel. Ja, Spaß ans Spiel. Klick mal die Mauer weg, Dödel. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde die Base eigentlich vom Design her ganz gut. Das ist halt nur, sie ist halt nur mega gerusht, aber im Endeffekt hat das ja trotzdem... Er hat es halt durchgezogen, von daher finde ich das gar nicht mal schlimm. Wenn du es halt extra machst, warum nicht, ne? Also... Ich habe ja selber so eine gerushte Base. Wenn ich immer sage, ich mache das, weil ich zu ungeduldig bin mit Absicht. Ja, aber du machst das ja, weiß ich nicht. Das ist. Weil ich zu ungeduldig bin. Ja, aber hättest du wenigstens die, hättest du die Mauer noch einfach auf 1 oder 2 lassen können, so wie ich. Ja. Wenn schon, denn schon. Nicht so halb. Hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt. Nicht so halb. Ja. Gut, brauche nicht viel zu sagen, glaube ich. Ne? Jetzt hat mir einer hier das Ding geschickt. Und hat aber sein Kürzel nicht dabei geschrieben. Au. Ja, hier nochmal. Leute, wie soll ich euch denn besuchen, wenn ihr das nicht dabei schreibt? Au, er hat sehr viel geschrieben. Das möchte ich natürlich mal eben... Warte mal, bitte, wir zeigen jetzt erstmal die... Wir zeigen dir erstmal die Base. Ich tippe erstmal ein und dann können wir ja gucken. YVP99. Das sind immer die gleichen Buchstaben, oder? Na, so... Aber noch nie irgendwie ein K oder ein Ö oder so bei. Ich kauf doch mal ein Ernstel. YVP99. GLCQ. Gucken wir mal. Guck mal, der hat ein paar mehr Sterne mal für dich. Warte, bevor wir uns das jetzt mal angucken, will ich jetzt auf jeden Fall mal eben ganz schnell das durchlesen. Also, er schreibt, dies ist die E-Mail für die Dorfbesucher in Clash of Clans. Ich besitze nicht nur ein Spielkonto, sondern 5. Davon sind aber eigentlich nur 2 interessant. Da wäre einmal mein Hauptaccount, also das ist der, den wir jetzt hier gerade sehen. Mit diesem ist das nicht verboten? Dürfen wir das jetzt überhaupt so zeigen? Kriegt er dann Ärger? Hä, wieso? Kannst du mehrere Accounts haben? Ich dachte, man darf nur einen Account haben. Wie viele Accounts habe ich? 4 oder 5? Du bist ja auch kein Maßstab. Ja, wieso? Nee, das ist nur bei... Für mich gelten ja die gleichen Regeln für die wie für die anderen Spieler auch. Zumindest bei Pokémon Go ist das, glaube ich, so, dass man nur einen Account pro Person haben darf. Du darfst den Account nicht teilen. Ja, oder so. Wofür gibt es sonst die Supercell-ID? Also... Die ist ja dafür da, dass du zwischen deinen Accounts wechseln kannst. Das ist ja der Grund. Okay. Also ist auf jeden Fall erlaubt. Du musst sie halt selber, du darfst sie nicht teilen. Du darfst sie auch jetzt, zum Beispiel dürfte jetzt, deine Freundin dürfte nicht mit deinem Account spielen. Das fällt schon unter Account-Sharing. Aber ist ja auch egal, also. Mit diesem Konto bin ich dabei, meine Trophäen zu pushen. Ich habe ja sonst wegen Corona nichts zu tun. Was ist denn Töte den großen Drachen für eine Aufgabe? Letztes Level bei den Einzelspielern. Das habe ich, glaube ich, sogar auch noch nicht gemacht. Da ich aber nicht so viele Rathaus 12er und Rathaus 13er in meinem eigenen Clan habe, habe ich mir einen Spendenaccount zugelegt, um mir Belagerungsmaschinen zu spenden. Der Account heißt Luca Rush und ist gerusht. Erinnert ein wenig an WTF-Ray. Das war der von gerade, oder nicht? Nein, das war Damien Rush. Ach so. Ich habe ein paar Fragen. Ist es mit meiner Base möglich, bis in die Legendenliga zu kommen? Was kann ich verbessern? Ich möchte irgendwann mal mit meinem Rush-Account im Clankrieg teilnehmen, aber erst, wenn Helden und Truppen max sind. Soll ich mit diesem Rush-Account meine Verteidigungsgebäude verbessern oder soll ich alles auf Level 1 lassen, um schlechte Gegner zu bekommen? Okay, werden wir jetzt gleich mal alles drauf gucken. Immerhin schon mal 528 Sterne, das ist ja für heutige Verhältnisse schon mal ein bisschen mehr. Geh mal, besuch ihn mal ruhig. Besuchen wir mal. Das wird schon etwas höher sein. Ja, der ist der nicht sogar maxed? Ist sogar, ich glaube, der ist sogar... Naja, der ist, also die Mauern sind max, das ist klar, aber 9, ich weiß 8, nicht. 3. Ansonsten 9. müsste er eigentlich max sein. Boah, mit dem Rathaus wirst du aber nicht in Legend League kommen, ich glaube nicht. Also, klar, du kannst es natürlich schaffen, aber es ist so aufwendig. Aber ich meine, du bist ja auch schon bei 4600, ne? 4675. Ja, gut, wenn du schon so hoch bist, du musst halt aktiv bleiben. Das ist das alte Prinzip, was sonst immer in Legend League gegolten hat. Also, du darfst nicht offline gehen. Und muss halt gucken, dass du wirklich dann die Gegnersuche durchstehst, weil die wahrscheinlich relativ lange dauert mit deinem Account da oben. Ja. Und du kriegst halt bei Verteidigung oftmals wahrscheinlich 100% reingedrückt. Aber ich meine, klar, theoretisch ist das natürlich möglich. Es ist halt eine Frage der Zeit. Es ist aufwendig. Geduld und Ehrgeiz. Das ist richtig. Also das ist eher nicht unbedingt eine Skill-Frage, würde ich jetzt eher schätzen, sondern eher so eine Frage des Durchhaltevermögens. Geh mal auf seinen Clan, Andor. Spielerclan? Da, ja. Da müsste jetzt irgendwo dieser Rush-Account drin sein.
Luca 2, Luca 3. Ja, er ist einfach 5, 6, er ist einfach alleine mit sich selber. Ja, komm, dann besuchen wir mal immer ganz kurz einzeln. Doch, hier ist er doch. Ja, dann gucken wir mal nach. Er hat gesagt, ich würde das tatsächlich alles, im Endeffekt würde ich es wirklich alles auf 1 lassen. Denn sonst wirst du echt zu hoch gewertet. Und wenn du vielleicht auf Rat des 13 hochgehen solltest, dann würde ich auch eher nicht am Anfang erst nicht die Katapulte bauen, weil die sehr stark gewichtet sind. Also wenn du die Katapulte baust, wirst du direkt ziemlich hochgestuft. Und das ist... Ja, das ist dann auch tricky. Produktiv. Du kannst mich ja mal ganz kurz besuchen mit meinem Rush-Account. Da kann ich dir das mal eben zeigen. Aber du hast mich, warte mal, da muss ich den mal eben raussuchen. Moment. Wo hab ich den denn? Dann gucken, wo ich den hab. Dann werden wir jetzt noch so eine Base hier sehen. Frag doch wenigstens mal Truppen an. Bitte? Ich sag dann, frag doch wenigstens mal Truppen an. Okay. Irgendwas, komm, wir spenden ihm mal irgendwas hier. Komm, pam, 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 pam. Also, mein Kürzel ist. Sekündchen. Hast du ihm echt Kobolde gespendet? Du bist ein Arschloch. Oh, los. Mann. Y2. YU2, Entschuldigung. YU2. P290. LVC. Ich hasse solche Leute, die einem die Handynummer vorlesen. So 028-513. Komm, mach. VC, ne? Nein, ja, doch, ja, passt doch. Ja, bin ich doch. Wir sind doch sogar Freunde, ja. Ist das nicht schön? Hübsch. Das kenne ich doch, das Dorf. Sieht das nicht gut aus? Gezeigt. Das sieht doch gut aus, oder? Guck mal, hier 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wieso komme ich denn? Fehlt da eine? Nein. Oder habe ich mich verzählt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du hast 10, die 9. 11, ja. 12, 13, 14. Doch, passt. Genau, so sieht das aus. Also, wir gucken mal weiter. Wie nehmen wir denn mal? Nehmen wir ruhig nochmal einen, der etwas. So. Oh Gott, hier sind viele Nachrichten. Okay. 82P. Jo. 20VY. Aha. UR. UR. Bin free to play und den Königin-Skin gekauft. Rathaus 11, Level 155. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Level 13. 494 Klein. Sterne, auch ein bisschen was. Eigentlich nicht, aber für unsere Verhältnisse heute, ne? Dann. Selbst ich schon 192, habe bis 494 eigentlich auch nicht viel. Selbst mein WTF-Account hat ja schon 141. Hey, und ich nehme eigentlich nie am CW teil, außer wenn du mich fragst. Du bist übrigens im neuesten CW drin, ne? Herzlichen Glückwunsch. Echt? Ja. Oh, super. Geh mal hoch. Wir gucken mal drauf. Gehen wir ruhig drauf. Wir gucken mal. US Galuse. Oder U5. Ist das U5? Ein Chaos. Das ist eine S, oder? Oder eine 5? Ich weiß nicht. Was für ein Chaos? Hier mit diesem ganzen Gefrickele. Wo? Ja, mit diesen Mauern hier einzeln drin. Ja, damit das nicht. Damit du da nicht setzen kannst. Ja. Ich kenne die Base. Die ist eigentlich ziemlich gut. Ist halt auch eher eine Trophy-Base. Ansonsten ein paar Geschenke außen. Warte, was hat er denn dazu geschrieben? Bin Free-to-Play-Königin. Okay, Rathaus 11 war in Titan, bin aber gefallen. Spare jetzt mit meinen Gems auf den Königskin. Ja, ich muss sagen, die Base gefällt mir eigentlich recht gut. Sieht solide aus. Klar, du musst natürlich noch die Mauern jetzt erstmal anfangen hochzuziehen auf Level 11. Level 12 ist das ja schon. Level 12, aber insgesamt sieht die auf jeden Fall solide aus. Ich finde die Positionierung schon mal ganz gut. Kannst du das mal das Info wegklicken? Danke. Ja, klar. Luftabwehr sieht gut aus. Die Inferno-Türme sind auch schön auseinander. Adler-Dev schön mittig. Sieht gut aus. Ja, ich meine, im Endeffekt, bei solchen Bases gibt es nämlich meistens nicht so ganz so viel zu sagen, wenn sie halt gut sind. Das ist eher das Problem, wenn eine Base nicht so gut ist. Dann musst du halt ein bisschen mehr sagen. Also, wenn die halt ziemlich gerusht ist, ne? Das ist dann das Problem. Da musst du immer ein bisschen mehr dazu sagen. Eine Deutschlandflagge doch da unten stehen. Hat er den Brunnen? Wo ist der Brunnen? Hast du den Brunnen nicht gebaut? Wo ist der Brunnen? Ah, doch, der ist er, in der Mitte. In der Mitte unter dem. Ja, unter der Klammerburg ist noch der Brunnen. Ansonsten. Aber wenn du den anklickst, hat er das. Achso, ne, hä? Und er macht dann den Sound vom Start halt. Wieso macht er denn das? Ding. Manchmal das S weg und manchmal nicht? Weil er immer das S macht, wenn du draufklickst. Achso.
verstehst du, und dann irgendwann verschwindet es halt wieder. Zurück. Ja, klar. Ah, okay. Ja, Matthias, manchmal bist du eine Fuchs. Manchmal bist du eine Fuchs. Ich kann das nochmal. Was willst du jetzt gucken? Da war es weg. Ja, ja. Nee, alles gut. Na gut, gehen wir nochmal nach Hause. Na, gucken wir mal eben ganz kurz noch. Ich will mal eben gucken, was haben wir denn für einen Gegner bekommen. Klick mal auf den CW drauf. Ah ja, wieder was Deutsches. Naja, wunderbar. Nein. Was du übrigens machen musst, wenn du da siehst an der Seite, dass da ein rotes Ausrufezeichen ist, dann solltest du mal deine Base bearbeiten, denn du wirst deine Katapulte und sowas, alle neuen Sachen noch nicht gesetzt haben. Das kann durchaus sein. Geh mal auf Layout bearbeiten. Ja. Hä? Wieso willst du das kopieren? Ja, ich will irgendeins kopieren, ich will das ja nicht neu bauen. Hä, warum willst du eins von dir selber kopieren? Das ist totaler Schwachsinn. Ja, irgendeins kopieren. Ja, dann musst du aber nicht auf Kopieren gehen. Ach so. Siehst du, Alter, guck mal, was du alles nicht gebaut hast. Die neuen Mauern, dann, Alter, geh mal nach, wisch mal nach da weg. Eieieiei. Eieieiei. Ja, da hast du ja noch was vor dir. Ja, dann kann ich das denn jetzt irgendwie, dass das automatisch... Ja, nee, geh mal auf Abbrechen. So, jetzt machst du das mal zu. Jetzt gehst du auf den Clan-Chat. Jetzt gehst du auf den Mami-Clan, oben auf das Mami. Jetzt gehst du auf King Louis. Gehst du auf Besuchen. Wenn du Glück hast, ist er jetzt Rathaus 13. Ja, es war ein bisschen Kuddelmuddel, aber ist ja egal. Geh mal auf Layout kopieren. Die kannst du ja ruhig nehmen, ist ja scheißegal. Jetzt gehst du halt auf Kriegsbasis. Und? Nicht auf das. Nimm mal ein anderes. Geh mal nach links. Ja, bin ich. Ja, okay. Jetzt einfach auf Speichern. Die Deko brauchst du ja nicht zu setzen. Und der Rest ist aber fertig, oder was wäre, ne? Jetzt auf Speichern, jetzt gehst du dann noch auf Aktivieren. Und zack, da hast du ein neues Layout. Ja, so, und mit diesen... Kann ich die nicht auch für mein normales Dorf dann nehmen? Ja, kannst du auf Layout kopieren gehen. Und dann jetzt auf Heimatdorf und dann halt eins davon, immer das Rechte oder so. Da sieht ja noch Kuddelmuddel aus. Aber da musst du jetzt natürlich überlegen, dass du da bis jetzt einiges wahrscheinlich nicht setzen können, weil dann auch irgendwelche Hindernisse stehen. Geh mal auf Layout bearbeiten, da siehst du ja, ne? Du kannst sie nicht aktivieren. Nein, abbrechen. Du kannst sie nicht, da, siehst Boah, du? Ist ja alles stehen geblieben. Hä, wieso ist denn da so viel? Ja, guck doch mal, wie viel Kuddelmuddel du da oben stehen hast. Alleine schon deine ganzen Hindernisse da oben. Ja, da muss ich die mal wegmachen. Ja, da musst du die wegmachen. Oder verschieben, ja, du hast doch bestimmt noch Schaufeln. Geh mal auf dein Rathaus drauf. Na, eine. Okay, das ist nicht so viel, eine Schaufel. Na gut, ich würde auch mal sagen, wir sind am Ende dieser Episode. Matthias muss es ja noch schneiden, beziehungsweise noch hochladen. Dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein und bewerbt euch dann quasi. Also ich werde dann sagen, wo ihr euch bewerben könnt, weil wir dann Clan-Besuche machen. Das ist ja was anderes als Dorfbesuche. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.